Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play House Flipper. Seit der letzten Aufnahmesession ist es schon ein Weilchen her. Wir haben hier ja auch so einiges gemacht. Hier ist Rex, glaube ich. Haben wir ihn noch rechts? Dieser Rex? Na du? Ja, Rex. Rex haben wir ihn noch genannt gehabt. So. Das ist unser aktuelles Haus hier und das Problem haben wir immer noch nicht gelöst. Aber ja, wie man hier auch Pflanzen reinmacht, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir machen auch ein bisschen jetzt hier wieder ein paar Aufträge, normale hier von E-Mails. Substrate für Schnäppchen statt Blumen. Mama ist für einige Monate weggefahren. Wenn sie zurückkommt, sage ich ihr, dass die Blumen leider verfault sind, weil ich zu oft gegossen habe. Dich bitte ich derweil, dass du sie alle abmähst und mir dafür meine Lieblingspflanzen setzt. Quitte, Kornelkirsche, Weintrauben und so weiter. Vor dem Haus kannst du ein paar Blumen überlassen, damit sie nicht gleich alles bemerkt, wenn sie zurückkommt. Dagegen sollen alle Blumen hinter dem Haus verschwinden. Dort ist mein Revier. Bis bald. Ja, und ich würde sagen, wir machen das jetzt mal. Und, boah, das sieht aber richtig schön aus. Das sieht ja richtig schön aus hier. Boah, da bin ich ein bisschen sprachlos. Auch nice aus. Aber schauen wir uns mal an, was müssen wir überhaupt entfernen? Hier, das hier. Auf jeden Fall. Warte mal, wir hatten hier doch den Trimmer. Wenn wir hier alles klein machen. Da vorne noch das ganze Zeug hier. Ah, hier ist auch noch ein bisschen was. So. Da hinten sehe ich noch was auf der Karte, auf jeden Fall. Das muss auch weg. So. Frisch geschnittenes Gras, Honig auf meinem Herzen. Aber das klingt ja schön. So. Das Stück haben wir fertig. Dann nur noch das hier. Und. Oh. Okay, die müssen wir nicht, aber die hier. So, Pflanzen tun wir gleich. Erstmal das alles, was als Unkraut gezählt wird, weg. Die zählen nicht dazu. Na, aber die hier? Ah ja, hier. Durch Blumen kann man nicht durch. Ja, nicht. Da haben wir noch was. Da. Ah, und hier. Dann
Dann hier die Dinger noch. Hier haben wir nichts mehr. Und hier. So, dann haben wir hier auch schon alles durch. Schauen wir uns mal hier hinten noch um. Hier die drei noch. Weg. Entferne Unkräuter. Irgendwo ist noch ein Unkraut. Hier auf jeden Fall nicht. Rein ins Haus können wir auch nicht. Ah, hier. So. Unkraut ist weg. Dann fangen wir mal hier an. Hier gibt es nichts zu tun. Aber in dem Bereich. So, 5 Stück davon. Machen wir einen dahin. Einen dahin. Einen dahin. Einen dahin. Und komm, ein hier hin. So. Und mit Erde bedecken. Und gießen. Dann Pflanze einsetzen. So, mit Erde bedecken. So, dann hätten wir es hier auch. Der Bereich ist fertig. Dann müssen wir noch... Warte, warte, warte. Nein. Hab ich geirrt. Hier noch. Kornelkirsche, Zierquitten, Johannisbeere. Fangen wir damit an. Oha. Den packen wir mal dahin. Und... Den packen wir mal hier hin. Fangen wir damit an. So. Den ganzen Baum gepflanzt und gegossen. Und der hier. So, die beiden haben wir. Dann Zierquitten. Würde ich sagen, hier vor dem Baum und hier vor dem Baum. Ach, Zierquitten brauchen wir noch einen dritten. Ja, machen wir die zweite dritte Zierquitte hier. So, Pflanze einsetzen, Erde begraben und gegossen. Und jetzt der hier. So, wo ist die Zierquitte jetzt? Sind die Zierquitte? Ist das die? Pflanze einsetzen. Ah. So, und der hier noch. Pflanze einsetzen, begraben und gegossen. Jetzt noch Johannisbeeren. 3 Stück. Och, nice. Dann machen wir hier einmal schwarz, dann einmal mit rot und die weißen packen wir bei dem hier hin. Hier, genau. Dann fangen wir damit an. Pflanze einsetzen, begraben und gegossen.
Jetzt den hier. So, und der hier. Nice. Aber irgendwas müssen wir noch machen. Ah, 5 Bäume müssen wir insgesamt pflanzen. Den hier. Dann machen wir den hier. Und hier. Davon brauchen wir einen. Den packen wir dann hier hin. Komm. Hier. Und von dem brauchen wir auch wieder 2 Stück. Würde ich sagen, die machen wir oder kommen auf die andere Seite. Die machen wir auf der anderen Seite. Hui! Ja, hier sieht's gut aus. Garten an sich, der hier. Da und da. Dann fangen wir mit dem an. Und dann der hier. So. Gleich haben wir es fertig. So, und der letzte Baum. Ah, mit Erde bedecken habe ich jetzt vergessen. So. Den Garten haben wir erfüllt. 1754 kriegen wir. Aber sieht schon nice aus. Ja, hier ist nichts verändert. Sieht schon viel, viel schöner aus, finde ich. Obwohl an sich ist der Garten schon richtig schön. Da bin ich schon ein bisschen neidisch, auf jeden Fall. Ich mag kein Spielzeug für Kinder und ich möchte keine Kinder haben. Oh, die ist aber sehr sympathisch. So. Dann schauen wir mal, haben wir hier wieder... Oh, nochmal Garten. Entschuldigung. Ich würde sagen, wir machen mal was Neues. Also wir haben viel zu lange schon irgendwas mit hier Gärten gemacht und so. Da brauchen wir nicht nochmal wieder was mit dem Garten zu machen. So. Denn Gartenarbeit ist irgendwie trotzdem so oder so schon mit inbegriffen. Die machen wir so oder so immer mit. Ne, den können wir nicht. Obwohl, da war doch mal was. Hier, wir hatten mal tatsächlich erfahren gehabt, sagen wir mal so. Oder ich zumindest habe für mich so festgestellt, dass wir, wenn wir den Garten mitmachen. Warte mal, wir machen erstmal das hier noch. Ja. Wenn wir den Garten mitmachen, hoppla. Hä? Hä? Hatte ich auf einmal den Trimmer drinne. Ja, wenn wir den Garten mitmachen, obwohl es nicht im Auftrag ist, kriegen wir nicht noch mehr Geld dafür. So, Badezimmer haben wir auf jeden Fall fertig. Können wir hier zumachen. Gehen wir mal in den Raum. Hier Fenster reinigen. So.
Und das hier auch noch. So. Ach, da oben. Hat noch was gefehlt. So. Dann müssen wir noch streichen. Ich glaube, der hier wird reichen für den, für das Zimmer hier. So. Und dann fangen wir mal an. Pastellrosa ist auch ein schöner Farbton. Hier komme ich noch so ran. Oder? Ja. Ja, da hinten die Decken kann ich auch noch mitstreichen, aber ich will die Wand. Packe ich den mal kurz an die Seite. So. Dann können wir den auch wieder da dran stellen. So. Dann haben wir's. Ah, jetzt läuft er wieder. Und die Farbe ist wieder leer. So, die beiden hier noch. Farbe wieder nachfüllen. Ja, könnte sein, dass die Farbe sogar doch nicht reicht. Hoffen wir mal, dass die Farbe reicht. Fenster Innenräume auf. Rolle ist noch voll. Dann machen wir das dann noch. Und hier über den Heizkörper der Bereich. Aber die Farbe ist wieder leer in der Rolle. Und hoffen wir mal, die Farbe reicht noch für die Decke. Ja. Es erscheint es so. Aber bitte ist da noch was. Nein! Farbe hat nicht gereicht. So, da müssen wir nochmal einen kleinen Eimer nehmen. Hoffen wir, das bisschen reicht. Ja. Und. Ja. Dann können wir den auch wieder verkaufen. So. Das Zimmer ist fertig. Ne, das ist nicht fertig. Heizkörper fehlt noch. So. Kleinen Heizkörper. Hier montieren. Jetzt ist das fertig. So, dann haben wir hier noch einen Raum. Fenster reinigen und mit Farben Limone streichen. Gut. Was? Und hier. So. Ich glaube, diesmal nehme ich den großen Eimer. Hab gerade gemerkt, wie schnell die Farbe leer ging.
Wir fangen mit der Wand hier an. Nein. Weg damit. Dann kommen wir hier wenigstens noch an die Wände ran. So, dann können wir den wieder da hinten hinpacken. So, wie weit geht der? Da ist schon Ende. Da ist auch schon Ende. Dann hier. Und weiter streichen. Ah, wieder leer. Ups, die beiden habe ich jetzt vergessen. Kann man nachfüllen. Ah, ich finde irgendwie, die Rolle geht mir doch zu schnell leer. Klar, dass man da irgendwie nicht noch einen Skill machen könnte oder sowas. So, da oben. Rolle wieder leer. Und hier. So, noch einmal Rolle voll machen und dann hier. Okay, hier war jetzt die Farbe zu viel. Dass es irgendwie kein Mittelmaß oder sowas gibt, irgendwie. Was heißt Mittelmaß? Hier nur Fenster reinigen. Gut, das machen wir eben. So, Fenster ist sauber und hier sind wir fertig. Der Flur muss nicht gestrichen werden, aber wir haben hier noch ein Zimmer. Fenster reinigen, streiche mit den Farben heller Pfirsich, montiere die Geräte. Okay, dann fangen wir zuerst mit dem Fenster an. So, der ist sauber. Mehr Fenster haben wir nicht. Hier brauchen wir definitiv den Eimer. Diesmal können wir direkt loslegen mit der Decke. So. Ah, und Farbe wieder leer. Ah, hier passt es optimal gerade. Ah,
Ich kann nicht weiter als so? Okay. Dann halten wir die Decke. Und wir fangen hier an. Das Zimmer ist auch irgendwie interessant gebaut worden. So, ich springe jetzt mal aufs Bett. Die Farbe ist leer, also die Rolle. Füll nochmal nach und dann hier um die Ecke. Wir können den Auftrag auch schon beenden, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen unseren Job ja fertig machen. Den einmal. So, damit die weiß, wo ungefähr der an die Wand wieder hin muss. So. Dann können wir das verkaufen und den stellen wir wieder hier hin. Und das hier noch montieren. Ah, muss ich kaufen und montieren. Okay. So. Also. Mal kann ich zwei gleichzeitig und mal irgendwie nicht. Verstehe ich nicht. Ah, hier und voilà, den haben wir fertig. So, was gibt's hier noch? Ja, stimmt, hier hatten wir fertig. Hier müssen wir noch. Jo. Hier müssen wir erstmal Fenster reinigen. So. Und so. Da hinten noch die beiden. Hier.
Reich mit den Farben, Kakaofarben und Sandmantel. Montiere die Geräte. Klimaanlage. Joa.